Liebe Pferdefreunde, herzlich willkommen hier am Pferderennplatz in Meran. Heute beim ersten Renntag und ich möchte Ihnen die Sendung Pferde, Jockeys und Emotionen auch meinen Gast vorstellen, Stampfl Richard, der heute schon bei der Führung dabei war und möchte Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen zum heutigen Renntag. Okay, danke für die Einladung und danach antworte ich ganz gerne auf deine Fragen. Ja, wir haben heute mit der Führung, mit der Rennplatzführung angefangen. Richard, wir haben dich als Gast eingeladen, du hast das Rennen angeschaut und jetzt schauen wir uns zusammen die Führung an mit am Pferderennplatz. Wir sind mit der Frau Nadja, erste Mal im Pferderennplatz. Sie haben die Besichtigung gemacht. Welcher ist Ihr Eindruck? Also ich finde das sensationell, dass diese Führung angeboten wird. Es war sehr, sehr informativ. Es war toll, dass wir überhaupt da auf diesen Rennplatz gehen konnten. Die Dame, die hat das wunderbar gemacht und sehr, sehr viel gezeigt. Also auch den Wiegeraum für die Jockeys. Dann auch, dass wir jetzt da die Pferde gesehen haben. Also wunderbar, bitte behalten Sie das bei. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache, ein gutes Angebot, das man sonst nicht überall bekommt, denke ich. Wir wünschen Ihnen einen schönen Nachmittag hier in Meran und vielleicht auch viel Glück, wenn Sie wollen wetten. Ja, ich werde wetten. Ich einfach auf gut Glück. Ja, Richard, du bist schon heute am ersten Renntag hier und wir möchten dich um ein paar Emotionen oder schon ein paar Worte über die ersten Rennen sagen. Ja, ich wollte natürlich am ersten Renntag dabei sein. Das waren sehr interessante Rennen, also qualitativ hochwertige Rennen. Es war ein zahlreiches Publikum da, ganz interessant. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für unseren Pferderennplatz. Was ich natürlich nicht gesehen habe, und das tut mir leid, die Farben von Christian Troger im Wettbewerb mit Eichner Sepp, das tut mir leid, aber vielleicht überlegt sich ja Herr Troger noch, ob er nicht wieder nach Meran kommt. Ja, Richard, das vielleicht zeigt sich dann im Laufe der Saison, kann schon sein. Aber jetzt haben wir heute schon mit den Haflingerrennen begonnen, wie Ostermontag. Ostermontag war natürlich fast voll Haus hier. Heute das erste Haflingerrennen hier. Es waren 5 Pferde am Start mit der Siegerin, mit einer würdigen Siegerin und war ein sehr schönes, schnelles Rennen auf 1200 Meter. Also ich glaube, die Qualität der Haflinger Pferde hat sich in den letzten Jahren wesentlich gesteigert und sie sind eine Bereicherung für den Pferderennplatz, sowohl vom Publikum her als auch vom Rennen selbst. Und es sind hochklassige Rennen. Ja, wir schauen uns jetzt das Haflingerrennen an, schauen, wie es gelaufen ist. Bizarrahu ist ein sehr braves Pferd. Zu Hause, hier am Pferderennplatz, ist sie leider noch ein bisschen nervös, aber sie kann sehr gut galoppieren und die haben viel Freude mit ihr und auch Hoffnungen und ich glaube, sie kann das und ja, noch ein paar Rennen, dass sie mehr Erfahrungen kriegt und sie hat jetzt gezeigt, dass sie das wirklich gut kann und ja, ich bin große Freude mit ihr. Ja, wir haben heute 6 Vollblutrennen uns angeschaut. Es waren wirklich sehr schöne Rennen dabei, die Dreijährigen, aber auch das zweite Rennen mit Gangster de Côte. Und die Frage an dich, was hast du vom zweiten Rennen für dich mitgebracht? Also ich bin der Meinung, dass erstens ich habe eine sehr gute Qualität der Dreijährigen gesehen. Sie sind wunderbar gesprungen. Man hat auch gesehen, dass neue Hürden sind und ich glaube, das tut den Pferden gut. Interessante Flachrennen mit Ferramosca, das letzte Rennen und auch mit Berton, der das Rennen gewonnen hat, also spannende Rennen. Und ich habe einen sehr angenehmen Sonntagnachmittag verbracht. Ja, das ist sehr schön. Es gibt ja auch Neuigkeiten auf der Rennbahn. Es wurden Investitionen gemacht direkt auf der Rennbahn. Das hat man heute auch schon gesehen. Aber neu ist auch die Bar Basticceria hier am Rennplatz und auch der Pony Park ganz hinten, der von den Kindern auch heute schon besucht wurde. Ich glaube, es braucht Aktivitäten am Pferderennplatz, dass heute eine Familie auf den Pferderennplatz gehen kann. Pony,
sehr gute Initiative und auch die Bar, glaube ich, mit einem bestimmten Angebot an Süßigkeiten und Kuchen und so weiter ist sicher eine gute Initiative. Ja, ich glaube schon, dass das auch unter der Woche von den Leuten angenommen wird, wenn der Rennplatz auch unter der Woche so geöffnet ist dafür. Und ja, wir haben wirklich schöne Rennen gesehen. Heute schauen wir noch ein paar Rennen an. Herr Eichner, wir haben gerade das zweite Rennen gesehen heute, also im neuen Jahr 2023. Und es hat ganz gut angefangen für dich, haben wir gesehen. Also Gangster-Dekot, einfach zwei Worte von dir zu dem Rennen. Ja, sicherlich denken Gangster-Dekot ist sicherlich ein wunderbares Pferd, hat sich auch im Winter sehr erholt, ist sehr angewachsen nochmal und Ding. Logischerweise, heute hat er wieder einen Reintro gemacht, nach so langer Zeit. Auch die Routine zum Springen hat ihm gefallen, hat man auch gesehen im Sommer, aber ich glaube, ist ein wunderbares Pferd. Ja, Richard, ich bedanke mich einmal für das Gespräch heute hier. War sehr nett. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Renntagen wieder. Nächster Renntag ist schon Sonntag, 30. April. Und ich hoffe, wir sehen uns oder schauen uns auch die Sendung Pferde, Jockeys und Emotionen an, die bereits am Dienstag ausgestrahlt wird. Also jeden Dienstag die Sendung Pferde, Jockeys, Emotionen. Ja. Danke für das Gespräch und ich wünsche den Pferderennplatz alles Gute und ich wünsche mir, dass so schnell wie möglich auch das Land hier am Pferderennplatz einsteigt und eine dementsprechende Investition durchführt. Danke. Danke, Richard. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Und ja, genau, wie du gesagt hast, wir wünschen uns, dass die nächsten Renntage genauso schön, genauso spannend sind wie heute. Dankeschön. Danke. Martone. Abbigliamento ed accessori per uomo e donna. Amerano.